Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute ist ein Tag großer Freude für unsere Diözese. Drei Männer werden durch Handauflegung und Gebet zu ständigen Diakonen geweiht. Und wie Sie es beim Einzug schon gesehen haben, sie sind nicht allein eingezogen. Ihre Ehefrauen, auch ihre Kinder waren mit dabei. Sie tragen dieses neue Dienstamt mit, das unsere Kandidaten heute übertragen bekommen. So wollen wir jetzt darum bitten, dass die Kandidaten namentlich genannt werden. Ich bitte die Kandidaten für die Diakonenweihe, vor den Bischof zu treten. Christopher Johannes Appelt, aus der Pfarrei St. Martin, Lange-Neufach. Ralf Köhler, aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt, Memmingen. Werner Anton Lohner, aus der Pfarrei St. Martin, Gundelfingen. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Diakonen zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Diakonen. Danken Gott, dass er der Kirche von Augsburg heute drei neue Diakone schenkt. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du die Diener deiner Kirche gelehrt, sich nicht bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Mache deine Diener, die du zu Diakonen erwählt hast, umsichtig im Handeln, freundlich im Umgang und treu im Gebet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, die Schrift hat alles unter der Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus dem Glauben an Jesus Christus denen gegeben wird, die glauben. Ehe der Glaube kam, waren wir vom Gesetz behütet, verwahrt, bis der Glaube offenbar werden sollte. So ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus dem Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Wort des lebendigen Gottes. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm und spielt ihm, sind nach überall seine Wunder. Seines heiligen Namens. Alle, die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit. Amen.
denkt an die Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Beschlüsse aus seinem Mund. Bedenkt es, ihr Nachkommen seines Knechtes Abraham, ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. Gottes hören und es befolgen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die dich gestillt hat. Er aber erwiderte: Ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
Liebe Weihekandidaten, liebe Frauen Appelt, Köhler und Lohner mit Familien, liebe Schwestern und Brüder. Einen Schatz von Weisheiten erschließen uns die Erzählungen der Chassidim, die uns Martin Buber überliefert hat. Und eine der Geschichten lautet so: In der Stadt Ropschitz pflegten die Reichen, deren Häuser einsam oder am Ende des Ortes lagen, Leute anzustellen, die nachts über ihren Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naphtali eines Abends spät am Rande des Stadtwaldes spazieren ging, begegnete er solch einem Wächter. »Für wen gehst du?«, fragte er ihn. Der Wächter gab ihm die entsprechende Auskunft, fügte jedoch sofort die Gegenfrage hinzu: »Und für wen geht ihr, Rabbi?« Diese Frage traf den Rabbi wie ein Pfeil. »Noch gehe ich für niemand«, brachte er mühsam hervor. Dann ging er lange und schweigend neben dem Wächter her. Und schließlich fragte er ihn: »Willst du mein Diener werden?« »Das will ich gern«, antwortete jener. »Aber was habe ich zu tun?« »Mich zu erinnern«, sagte Rabbi Naphtali. Mitten ins Herz traf den Rabbi diese Frage: »Für wen gehst du?« Es ist die Frage nach seinem Lebenssinn, nach einer Aufgabe, die ausfüllt und glücklich macht. Aber der Rabbi hat darauf noch keine richtige Antwort. Das ist verwunderlich. Ist er doch Rabbi, das heißt Glaubenslehrer mit Vorbildfunktion, einer, der schon jahrelang mit dem Wort Gottes umgeht, der die vorgeschriebenen Gebete treu verrichtet und das Gesetz des Herrn in- und auswendig kennt. Und doch sagt er: Noch gehe ich für niemand. Lieber Herr Appelt, lieber Herr Köhler, lieber Herr Lohner, nach einer langen und anspruchsvollen Vorbereitung sind Sie heute gebeten, vor uns allen Ihre persönliche Antwort auf die gleiche Frage zu geben, die dem Rabbi in der Erzählung gestellt wurde. Für wen gehst du? Es ist für Sie, liebe Weihekandidatin, die Vertiefung Ihrer Taufberufung, die Frage nach einer Haltung, nach einer endgültigen Entscheidung, die Ihr Leben wesentlich prägen soll. Diese Entscheidung feiern wir heute, liebe Schwestern und Brüder, und wir stehen vor der Frage: Für wen gehe ich? Ich will Ihnen heute zur Diakonenweihe drei Antworten an die Hand geben, als Angebot, darüber weiter nachzudenken. Zunächst: Ich gehe für Christus. Jesus Christus ist der erste Diakon, denn er ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der Evangelist Lukas im Abendmahlsaal drückt es so aus: Jesus ist unter euch wie einer, der bedient. Und Johannes macht ernst mit dem Dienen, indem er Jesus beschreibt, der sich eine Schürze umbinden lässt, um den Aposteln die Füße zu waschen. Im Abendmahlsaal wird die Kirche der Schürze geboren. Mit der Weihe erhalten unsere Kandidaten nun den Auftrag, diesen ersten Diakon inmitten des Volkes Gottes zu repräsentieren. Damit sollen die neuen Diakone Jesu Grundeinstellung, seine Lebensstil wachhalten. Bei allen äußeren Aktivitäten und Handlungen, die dem Diakon zukommen, soll dies die Innenseite des Diakonates sein. Ich gehe für Christus. Das ist nicht immer angenehm, auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn sich der Alltag einstellt und Sie sich mit Unverständnis und Widerspruch auseinandersetzen müssen. Dann kann es sein, an Jesu Kreuz Anteil zu bekommen. Es kann bedeuten, abgelehnt oder verlacht zu werden. Was? Für Jesus willst du gehen? Du bist doch sonst nicht so blöd.
Aber genau solche Momente, auch der Kritik, können, liebe Weihekandidaten, ihre Berufung noch vertiefen. Erfahrungen des Kreuzes können Sie und Ihre Familie in eine Freundschaft mit Jesus führen, die tiefe Wurzeln hat und ein Leben lang trägt. Ich gehe für die Kirche. Auch das ist eine mögliche Antwort. Sie haben es schon in der Vorbereitungszeit ansatzweise erfahren und mit der Weihe wird das heute zum Ernstfall. Sie werden als Diakone noch stärker mit der Kirche identifiziert als früher. Sie werden leichter angesprochen, gefragt, vielleicht auch provoziert. Sie stehen für die Kirche ein, manchmal auch für ihre Fehler und Schwächen. Von heute an sind sie offiziell ein Mann der Kirche. Dafür werden sie nicht nur Lobeshymnen ernten, sondern auch auf Kritik stoßen. Bei einigen werden sie Kopfschütteln auslösen. An den Vertretern der Kirche arbeiten sich heute viele ab. Sie werden ihren Kopf hinhalten müssen für Dinge, an denen sie persönlich nicht schuld sind. Auch das gehört, ehrlich gesagt, in die Existenz eines Diakons hinein. Ich wünsche Ihnen Kraft und Mut, Stellung zu beziehen und zu zeigen, wo Sie stehen. Bei Jesus, der die Kirche gegründet hat. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Herr steht zu Ihnen, er lässt Sie nicht fallen. Noch eine dritte Antwort gibt es auf die Frage, für wen gehst du? Die Antwort eines Diakons könnte auch lauten, ich gehe für die Menschen. Wenn Menschen in der Kirche geweiht werden, dann ist das nie ein Geschenk zur persönlichen Selbstdarstellung. Weihe ist immer Ministerium, Dienst am Menschen. Darüber beraten wir jetzt gerade auch in der Weltbischofssynode in Rom, über das Ministerium. Ministerium, das lateinische Wort, leitet sich ab von ministrare, dienen. Wenn Sie so wollen, dann werden Sie, liebe Weihekandidaten, heute eine Art Oberministranten. Das ist nicht despektierlich zu verstehen. Damit möchte ich Ihren Dienst nicht kleinreden, sondern daran erinnern, dass Ihr Mitwirken etwa bei der Heiligen Messe, auch die Spendung der Taufe oder die Beerdigung immer Assistenz ist, dass Ihre Verkündigung Dienst am Wort sein soll und dass alles liturgische Tun sich zeigt und ausweitet in der Seelsorge und im karitativ-diakonischen Handeln. Ich wünsche mir als Bischof, dass Sie sich gerade um die Menschen am Rande kümmern und nach Wegen suchen, um gerade ihnen das Evangelium anzubieten. Bewahren Sie sich den Blick und das Herz, die Empathie für die Schwachen und die Kleinen. Nach einer alten syrischen Gemeindeordnung, die wahrscheinlich aus dem 5. Jahrhundert stammt, sind die Diakone in allem wörtlich das Auge der Kirche. Dieser Text beschreibt das Gemeinde sehr konkret. Aufgabe des Diakons war es zum Beispiel, die Kranken im Dorf aufzuspüren oder am Morgen den Strand nach Toten abzusuchen. Der Diakon weitet den Horizont der Kirche. Der Diakon bleibt nicht beim Inner Circle der Gemeinde stehen, sondern sucht die Not der Menschen an der sozialen, psychischen und spirituellen Peripherie. Er entdeckt die Zerbrechlichkeit des Lebens gerade dort, wo sie versteckt und überdeckt ist. Der Diakon will die Menschen mit ihren tiefen Abgründen verstehen und anschauen. Keineswegs mit einem strafenden Blick, sondern mit Achtung und Wohlwollen. So steht er für eine wichtige Grundhaltung. Wir schauen nicht weg, die Kirche schaut hin. Die Kirche ist für die Menschen da. In Anlehnung an den Theologen Johann Baptist Metz können wir sagen,
Der Diakon lebt eine Mystik der offenen Augen. Mystik der offenen Augen. Mystik, Mysterium, Geheimnis, aber nicht verschlossen, sondern Mystik der offenen Augen. Liebe Weihekandidaten, ich gehe für Christus. Ich gehe für die Kirche. Ich gehe für die Menschen. Diese Antworten kann man nicht einfach wie eine auswendig gelernte Formel dahinsagen und abhaken. Sie sind mit einer Antwort auch nicht allein. Ihre Ehefrauen haben sich bereit erklärt, ihre neue Aufgabe als Diakone mitzutragen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen, liebe Frau Appelt, liebe Frau Köhler und liebe Frau Lohner, von Herzen bedanken. Sie schaffen das Hinterland, damit ihre Ehemänner als Diakone glaubwürdig wirken können. Und umgekehrt soll auch der Diakonat ihr Ehe- und Familienleben nachhaltig prägen. Möge ihr Haus, ihre Wohnung, ihre Familie ein Ort sein, wo das gegenseitige Dienen großgeschrieben wird. Der erste Trainingsplatz für unsere neuen Diakone ist das eigene persönliche Leben daheim. Dort soll sich die Bereitschaft zum Dienst bewähren. Liebe Schwestern und Brüder, als Bischof freue ich mich, heute drei neue Helfer als Diakone weihen zu dürfen. Das ist ein großer Tag für unser Bistum. Uns allen aber gilt die Frage: Für wen gehst du? Bleiben wir dem Herrn unsere Antwort nicht schuldig. Amen. Komm, Heilige Geist der Liebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Thank you.
Liebe Brüder, bevor ihr die Diakonenweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr dieses Amt bereitwillig auf euch nehmen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, euch durch die Auflegung meiner Hände, die Gabe des Heiligen Geistes zum Dienst in der Kirche weihen zu lassen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in selbstloser Hingabe zur Unterstützung des Priesters und des Bischofs den Dienst des Diakons zum Wohl des christlichen Volkes auszuüben? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Schatz unseres Glaubens, wie der Apostel es sagt, treu zu hüten und diesen Glauben gemäß dem Evangelium und der Verkündigung der Kirche in Wort und Tat zu verkünden? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, aus dem Geist der Innerlichkeit zu leben, Männer des Gebetes zu werden und in diesem Geist das Stundengebet als euren Dienst zusammen mit dem Volk Gottes und für dieses Volk, ja, für die ganze Welt treu zu verrichten? Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, nach dem Bild und Beispiel Christi, dessen Leib und Blut euch zur Ausspendung anvertraut wird, euer eigenes Leben zu gestalten? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Ich wende mich jetzt an die Ehefrauen, die schon einmal äußerlich, aber vor allem auch innerlich hinter ihnen stehen sollen. Die Kirche hat mich gebeten, eure Ehemänner zu Diakonen zu weihen. So frage ich euch, seid ihr bereit, eure Ehemänner in dem Dienst, der ihnen heute übertragen wird, zu unterstützen? Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er als Diakone annimmt, Gnade und Segen. Beuget die Knie. Kyrie eleison. Heilige Maria, Jesu Mutter, Mutter Gottes, heiliger Michael, heiliger Gabriel, ihr heiligen Engel Gottes, Amen.
heiliger Johannes der Täufer, heiliger Josef, ihr heiligen Patriarchen und Propheten. Betet, betet für uns. Apostel des Herrn, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heiliger Petrus, heiliger Paulus, heiliger Andreas und heiliger Jakobus. Jünger des Herrn, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heilige Maria Magdalena, heiliger Lazarus, heilige Salome. Märtyrer aller Zeiten, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heiliger Stephanus, heiliger Christophorus, heilige Philomena, seliger Werner. Jungfrauen und Ordensleute, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heiliger Franziskus, heilige Philippa, heiliger Rainer. Bischöfe, Priester und Diakone, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heiliger Wolfgang, heiliger Radolf, heiliger Gerhard. Frauen und Mütter, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heilige Hanna, heilige Elisabeth, heilige Adelheid, alle Heiligen Gottes. Ihr Heiligen unseres Bistums, Zeugen Jesu Christi, Zeugen Gottes. Heiliger Ulrich, heiliger Simpert, heilige Hafrau. Jesus sei uns gnädig. Von der ewigen Verdammnis. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Durch die Sendung des Heiligen Geistes. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Schütze deine Kirche und leite sie. Erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram, unsere Weihbischöfe Anton und Florian und alle Hirten der Kirche. Ja,
Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Segne deine Diener, die du zu Diakonen erwählt hast. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Stärke und erhalte uns in deinem Dienste. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr und Gott, erhöre in Güte unser Gebet und komm uns zu Hilfe. Erfülle unser Tun mit deiner Gnade. Heilige diese Männer, die wir zum heiligen Dienst vor dir erwählen, durch die Gnade der Weihe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Erhebet euch. Wir preisen dich, Herr, allmächtiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Spender aller Gnaden, denn du berufst zum heiligen Dienst und du erwählst zum Amt in der Kirche. Gott, unser Vater, du bleibst derselbe durch alle Zeiten, du erneuerst alles in deiner Kraft und ordnest alles nach deinem ewigen Ratschluss. Du fügst und gewährst immer neu, was uns Not tut im Wechsel der Zeiten, durch dein Wort, deine Weisheit und Kraft, durch deinen Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus. Du hast deine Kirche geschmückt mit dem Reichtum himmlischer Gnaden.
Du hast den Leib Christi wunderbar gestaltet in der Vielfalt der Glieder und ihn durch den Heiligen Geist geeint und geheiligt. Du schenkst deiner Kirche Leben und Wachstum. Sie breitet sich aus und wird auferbaut zum Tempel des neuen Bundes. Deinem Namen zu dienen, hast du das dreifache Dienstamt gestiftet und ausgestattet mit heiligen Gaben, wie du schon im Anfang die Söhne des Levi zum Dienst am ersten heiligen Zelt dir erwählt hast. Als die Kirche zu wachsen begann, bestellten die Apostel deines Sohnes, geleitet vom Heiligen Geist, 7 bewährte Männer. Ihre Helfer sollten sie sein für den täglichen Dienst. Sie selbst wollten frei sein für das Gebet und für die Verkündigung des Wortes. Diesen Erwählten haben sie durch Handauflegung und Gebet den Dienst an den Tischen übertragen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schau in Gnaden herab auf diese deine Diener. Demütig treten wir vor dich hin und stellen sie dir vor. Nimm sie als Diakone in den Dienst an deinem Altare. Sende auf sie herab, o Herr, den Heiligen Geist. Seine vielfältige Gnade möge sie stärken, ihren Dienst getreu zu erfüllen. Das Evangelium Christi durchdringe ihr Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche Sorge für die Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit sollen sie allen begegnen, lauter im Wesen und treu im geistlichen Dienste. In ihrem Wirken sollen deine Weisungen aufleuchten, das Beispiel ihres Lebens soll die Gemeinde auf den Weg der Nachfolge führen. So bezeugen sie wahrhaft den Glauben und bleiben bis ans Ende fest in Christus verwurzelt. Führe du sie auf Erden den Weg deines Sohnes, der nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen, damit sie an seiner Herrschaft im Himmel einst Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde.
und was du verkündest, erfülle im Leben. Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben.
Lasset uns beten. Heiliger Vater, allmächtiger Gott, um uns ein Beispiel zu geben, hat dein Sohn den Jüngern die Füße gewaschen. Nimm mit den Gaben uns selbst als geistliches Opfer dar. Erfülle uns mit dem Geist der Demut und der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. In weisem Ratschluss hast du deine Kirche reich beschenkt, verschiedenen Dienste ihr gegeben. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und ihr ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünde mir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern, mit deinen Dienern, die heute zu Diakonen geweiht wurden, mit allen Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Zeugen Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb beten wir im Blick auf die neuen Diakone, die auch zu Dienern des Friedens werden sollen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Hinweg die Sünde der Welt. Ach,
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus fragt uns, für wen gehst du? Ich gehe für Christus. Ich gehe für die Kirche. Ich gehe für die Menschen. So sei es.
Te Deum laudamus. Lasset uns beten. Herr, erhöre unser Gebet für unsere Brüder, die du zu Dienern der Kirche erwählt hast. Stärke sie durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heils in deinem Dienst und in der Sorge für alle, die an dich glauben, aber auch für die, die am Rande sind. Gib ihnen die Gnade, treue Diener am Wort und Sakrament zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, ich habe aus Rom, obwohl es da noch sehr warm und dampfig ist, einen Räusperhals mitgebracht. Deshalb habe ich es auf Singen verzichtet, wäre eine Zumutung für Sie gewesen. Aber es war hoffentlich trotzdem eine schöne festliche Feier. Was mich ganz besonders freut, ist, dass so viele von unseren Diakonen heute gekommen sind. Und ich lege Ihnen ganz fest das ans Herz, was in dieser alten syrischen Gemeindeordnung steht. Diakone sind das Auge der Kirche. Schauen Sie auch dorthin, wo der Pfarrer keinen Blick hat, wo auch die Gremien vielleicht überfragt sind. Gehen Sie dorthin. Sie sind das Auge der Kirche von Augsburg. Deshalb ist es auch gut, dass wir so viele Diakone haben, manche in Vollzeit bei uns, manche aber auch mit Zivilberuf und in vielen anderen Formen. Vergelt's Gott für ihr Kommen heute, aber auch für ihren Dienst, wo immer sie sich einsetzt. In diesem Sinne erbitten wir jetzt Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und begleite euch auf euren Dienst, auch die Familien unserer neuen Diakone, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
geht hin in Frieden. Dank sei Gott.